Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute möchte ich dir gerne die Asam Beauty Wundertüten vorstellen, die ich ergattern konnte. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Das war auch in der Black Week, dass sie dann diese Asam Wundertüten mit Make-up angeboten haben. Also da ging es hauptsächlich darum, das haben die auch extra reingeschrieben, um diese Magic Finish Reihe. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr gespannt, was wir hier jetzt drin haben werden. Die haben jeweils 29,75 glaube ich gekostet. Ich habe aber einen Code gefunden, womit ich das Ganze ein bisschen günstiger bekommen habe. Das habe ich dann auch auf Instagram geteilt und zack, waren die Wundertüten ausverkauft. Leute, ihr seid hardcore. Ich habe mir zwei bestellt, weil zum einen Weihnachten vor der Tür steht und zum anderen habe ich mir gedacht, naja, ich bin neugierig. Natürlich werde ich auch andere Videos gucken, zum Beispiel von Chiquita's Place oder ich weiß nicht, ich glaube, die ein oder andere hat sich tatsächlich auch aus der Trashy-Gruppe noch welche geholt, ne? Genau. Und da wollte ich tatsächlich gucken, ob ich jetzt unterschiedliche auch bekomme. Und ja, im Asam mag ich sehr gerne, da verwende ich die Produkte auch gerne von. Gerade so die Körperpflegeprodukte mag ich gerne. Ich habe auch noch ein paar Produkte hier, die ich gerne für ein Full Face mal wieder ausprobieren wollte, weil die ja auch neues Make-up bekommen haben. Und jetzt habe ich hier die erste Tüte einmal geöffnet und die ist prall gefüllt. Zuallererst habe ich hier drin einen Nagellack in einer so geilen Farbe, das feiere ich. Studio Nail Polish mit Biotin, intensive Farbe, schnell trocknet, brillantes Gel Finish, perfekt aussehen in einer Minute. Das wage ich ernsthaft zu bezweifeln, aber ich suche noch nach einem schönen Gelbton. Ich habe einen gelben Nagellack, habe ich den gerade drauf? Nee, einen einzigen von H&M und der ist echt nicht leicht im Auftrag. Und da werde ich mir den hier mal vorknüpfen. Der ist nicht so gelb leuchtend, sondern eher so limonemäßig, sagt ja auch Lima Lemon. Du hast hier auch noch eine kleine Nagelfeile mit dabei. Das finde ich, das passt, ne? Also, dass man das so im Bundle bekommt. Die will aber nicht rauskommen. Steckt sehr fest da drin, Leute. Und ja, nee, der wird ausprobiert. Das ist klasse. Ich hatte, als die Nagellacke rausgekommen sind, den hier gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Sonst hätte ich mir den auf jeden Fall auch geholt. So eine kleine Nagelfeile ist auch nie weg. Und die Farbe gefällt mir. Ne? Und ihr kennt mich ja, ich trage ja gerne so bunte Nägel, farblich unterschiedliche. Und ja, cool. Das ist schon mal ein Top-Produkt, finde ich, ne? Dann habe ich hier etwas drin, das müsste ich aber tatsächlich auch da haben, von Asam Magic Finish, das Satin Blush. Und hier habe ich die Farbe Peachy Rose. Da muss ich dann tatsächlich nochmal durch meine Sammlung durchforsten, ob ich die jeweiligen Farben halt auch genau so da habe. Denn ich habe, wie gesagt, mich komplett da schon eingedeckt. Das habe ich euch auch schon vor einiger Zeit in einem Haul gezeigt. Aber ich habe sie noch nicht in einem Schminki ausgetestet. Schaut sehr, sehr schön aus, ne? Und ich glaube, dass das auch eins der Produkte war, die es ja auch schon im Vorfeld mal gab, oder? Weil das ein oder andere Make-up-Produkt von Asam gab es da auch vorher schon im Online-Shop. Aber nicht schlecht, Herr Specht. Ich glaube, so ein Blush kostet auch seine 12,75. Dann habe ich hier noch, nee, das ist ein, oh, Lippenprodukt in der Pearly Rose Farbe. Eine ganz, ganz tolle Textur haben die Produkte. Volumentechnologie, cremige Textur, intensive Farbe, 11 pflegende Öle und Wachse. Und auch hier ist wieder diese Ansage, perfekt aussehen in einer Minute. Ne? Es soll angeblich schneller gehen, als wenn man sich halt normal schminkt. Das weiß ich jetzt nicht. Also eine wunderschöne Farbe ist das. Die Verpackung von Asam mag ich auch sehr gerne von dieser Magic Finish Reihe, weil sich das alles so hochwertig anfühlt. Und hier haben wir auch so einen extrem auffälligen Rosenholzton. Den muss man natürlich auf der Lippe getragen sehen, ob das dann auch wirklich genauso auffällig ist. Wie gesagt, da muss ich noch ein bisschen stöbern, zumal ich ja auch den Adventskalender geöffnet habe. Weil falls ich da schon Produkte da habe, macht das jetzt, ne, wenn ich jetzt die ganzen Sachen swatche und so, natürlich hätte ich mir eine Kiste mit meinen Produkten hier hinstellen können, aber ja, ne, ihr wisst, wie das ist. Das ist manchmal nicht so einfach. Okay, das war dann das dritte Produkt und drei weitere sind hier noch mit drin. Einmal ist das hier der Volume and Repair Lip Balm. Kostbares Avocadoöl, natürliches Farbfinish, intensive Pflege und Schutz, Volumentechnologie in der Farbe Berry Red. Und da hätte ich jetzt aus dem Bauch heraus gesagt, dass das tatsächlich eine Farbe wäre, die ich sehr wahrscheinlich schon habe.
weil zu solchen Farbtönen würde ich greifen. Ne? Also so ein schöner Beereton ist auch mal ganz nice. Jetzt gerade habe ich eine Nude-Lippe drauf, weil ich halt einen Augenlook drauf habe. Das habe ich mit der Essence Mulan-Palette geschminkt. Und dann halt ein Oberteil, was eigentlich überhaupt nicht zum Look passt. Ein Highlighter, der nicht zum Look passt. Also irgendwie habe ich mich heute ein bisschen bunt zusammengewürfelt. Und da habe ich gesagt, komm, die Lippe, die machst du jetzt mal zurückhaltend. Genau, und das ist halt dieses hier. Den haben wir auch öfter schon mal gesehen. Ne? Ich glaube, den hatte ich auch schon mal in rosa da. Und ja, der ist halt eher bormig, als dass er viel Farbe abgibt. Aber ich finde es cool, dass sie hier auch so eine breite Auswahl in diese Tüten mit reingepackt haben. Ne? Und für 29,75 beschwere ich mich halt auch echt umso weniger. Hier sind nochmal zwei Produkte drin. Einmal, sehr geil, die Magic Finish Mascara, Volume Mascara, Volume Spheres, schwereloses Volumen, perfekte Definition, schwungvolle Länge. Aha. Da weiß ich nicht. Ich glaube, die habe ich aber schon. 93,3% bestätigen sofort sichtbar längere Wimpern. Ja, guck, ja, ganz ehrlich, wenn man eine Mascara verwendet, dann hast du aber auch direkt erstmal Gravum, ne? Ich meine, das sehe ich ja bei meinen Wimpern auch, weil die ja sonst relativ hell sind. Und jetzt heute trage ich auch die Belle Mascara von Catrice. Bekommt ihr übrigens auch bei Purish und da könnt ihr mit Claudies Welt 15% sparen. Ist ein Affiliate-Rabattcode, ihr kennt das Spiel, ne? Und ja, sehr hochwertiges Design von der Verpackung her, aber ich glaube auch so eine Mascara kostet seine 19,75 und ja, hier irgendwo ein Bild drauf, genau, hier ist auch so tatsächlich Spider Technology Bürste. Ach, guck mal, da hast du so Noppen außen dran. Das ist ja auch spektakulär, ne? Also quasi so wie bei manchen Haarbürsten. Interessant. Wird ausprobiert. Falls ihr es rödeln hört, mein Freund ist aktuell im Hintergrund daran am Arbeiten, dass unser Internet ein bisschen besser wird. Ich habe einen neuen Router bestellt, yay, eine neue Fritzbox im Black Friday und ja, die wird gerade installiert. Deswegen notgedrungen muss ich auch gerade filmen, weil ich habe gar kein Internet gerade. Okay, ihr schon, denn sonst könntet ihr das Video wahrscheinlich nicht sehen. Dann habe ich hier noch einen Lip Liner drin, Lip Designer in der Farbe Ruby Red, den müsste ich aber definitiv. Also so ein wirklich rotes Rot. So ein richtiges weihnachtliches Rot-Rot. Aber ich habe zum Beispiel hier auch aktuell, ne, den verwende ich immer, ja, tatsächlich, das wird auch passen, wenn ich Adventskalender auspacke von M. Asam, nämlich den Lippenstift in Ruby Red. Man sieht es kaum, dass ich viele Adventskalender drehe, ne? Und das ist eine wunderschöne Farbe. Und wenn ich den Lip Liner noch nicht habe, dann werde ich mir den auf jeden Fall auspacken und nehmen, weil, damit funktioniert es einfach immer ein bisschen einfacher, sich Lippenstift aufzutragen, ne? Ich glaube, den habe ich auch noch nicht. Komm, wir packen jetzt auch mal aus, dann kann ich den auch mal swatchen. Doch, nee, weiß ich nicht. Nicht, dass ich den habe. Ansonsten habe ich halt Pech gehabt. Dann kriege ich das schon irgendwie verhackstückt. Es ist hier noch extrem eingepackt. Also kein anderes Produkt war so eingeschweißt wie dieses hier. Und ist ein bisschen zerdetscht. So. Jo, das hat eine, ja, das, da hatte ich auch schon mal welche von, ne? Hier haben wir so ein Pinselchen, damit könnte man theoretisch dann den Lip Liner auch ein bisschen ausmatschen, wenn man möchte. Bin ich persönlich jetzt nicht so der Ultra-Fan von. Und hier haben wir herausdrehbar, finde ich auch ganz, ganz klasse, den Lip Liner. Also sowas mag ich persönlich am liebsten. Oh, ist der soft. Also da muss man ja nur seine Hand ganz kurz berühren und hat dann schon direkt so ein intensives Farbergebnis. Finde ich cool, ne? Das habe ich jetzt auch perfekt passend zu meinem Lippenstift, den ich auch sowieso aktuell in Anwendung habe. So, die Box hat sich schon mal gelohnt, also Tüte Nummer 1. Dann gucken wir mal, ob Tüte Nummer 2 sich in irgendeiner Art und Weise unterscheidet. Mache ich jetzt auch noch auf. Also, wir haben den Satin Lipstick in Ruby Red jetzt in einer anderen Farbe. Ja, den habe ich ja euch gerade gezeigt. Den habe ich tatsächlich auch schon da. Genau, Ruby Red. Dann haben wir auch einen Lip Liner hier drin in der Farbe Ruby Red. Den gleichen, den wir jetzt gerade schon drin hatten und den ich ja hier geswatcht habe. Die Mascara ist ja auch mit am Start. Ja, genau, die gleiche natürlich, ne? Magic Finish Volume Mascara. Gut, was soll die da? Ja, man hätte vielleicht ein bisschen Variation, Bronzer oder so drin haben können. Auch in Peachy Rose haben wir wieder den Blush hier mit dabei. Der Nagellack auch wieder in dieser coolen Lima Lemon Farbe mit dem coolen Nagelfallen-Ding.
Und dann haben wir hier auch in der Farbe Berry Red den Volume and Repair Lip Balm. Okay, also bis auf den Lippenstift hatten wir hier wirklich identische Produkte dann drin. Schade Schokolade. Das lohnt sich dann natürlich nicht. Manchmal ist es so, wenn die M. Asam Wundertüten rauskommen, die zum Beispiel mit Pflegeprodukten sind, dann unterscheidet sich das schon. Und dann lohnt sich das auch schon, dass man unterschiedlich, also dass man zwei Tüten kauft, so, ne? Oder haben die nur 24,75 gekostet? Ich muss es nochmal nachgucken. Ja, ich persönlich hätte dann in dem Sinne natürlich nur eine Tüte gebraucht, aber freue mich trotzdem darüber, dass ich zwei habe, weil das, du machst schon einen Schnapp. Ne? Du hast ja Produkte in einem Warenwert von, ich würde sagen, über 100 Euro oder so drin und dann lohnt sich das schon. Für mich persönlich lohnt sich das sowieso, weil ich die dann auch gut verlosen kann an euch zum Beispiel oder weiter verschenken kann. Ne? Und doch. Also auf jeden Fall mal eine coole Geschichte, dass die halt eine Nicht-Pflegetüte genommen haben. Und ich glaube, da haben aber auch einige, inklusive mir, letztes Mal so ein bisschen gemotzt, als die Outlet-Wundertüten rausgekommen sind. Denn da war relativ wenig Pflege drin. Und die hatten halt kurz vorher diese Make-up-Linie gelauncht. Und da hatte man sich halt immer so gewünscht, so hey, das wäre voll cool, wenn da noch ein bisschen Make-up drin wäre. Die haben doch jetzt auch Make-up. Tada, sie haben jetzt eine komplette Tüte mit Make-up. Ja. Also, falls ihr solche Aktionen nicht verpassen wollt, checkt mich auf Instagram ab, aedwalkp, Kleider rückwärts und ein P dahinter. Fände ich ganz cool, da könnt ihr mir folgen, da poste ich dann solche aktuellen Ereignisse. Und ja, das war's. Wenn dir mein Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Beautyboxen, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!